Willkommen in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten. Wir stehen hier mitten im Fenway Park, dem Baseballstadion in Boston, und wollen unsere ganzen Physikkenntnisse mal auf ein sportliches Ereignis hier anwenden. Dieser Mann hier unten wird ja gleich den Baseball schlagen, und zwar geschätzt in der Höhe von einem Meter. Und er versucht diese Wand hier, also er versucht den Ball über diese Wand hier rüber zu schlagen, also sozusagen einen Home Run zu schlagen. Und diese Wand hier hat sogar, die ist so berühmt, hat sogar einen Namen bekommen, und zwar das grüne Monster. Und das grüne Monster hat eine Höhe von 11,3 Metern. Wir wissen ansonsten eigentlich auch nur noch, dass der Schläger 96 Meter entfernt ist von dem grünen Monster. Und anhand der ganzen Daten, oder eigentlich der wenigen Daten, wollen wir jetzt rausfinden, mit welcher Geschwindigkeit muss der Ball hier vorne losfliegen, wenn er also geschlagen wurde, damit er genau oben auf die Spitze kommt. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, wenn er ein bisschen schneller ist am Anfang, dann wäre er auch drüber geflogen. Also, lass uns am besten erstmal anfangen, das zu machen, was wir immer machen. Wir zerlegen den Geschwindigkeitsvektor, den wir gleich haben wollen. Gucken wir uns auch nochmal, ich zeichne am besten das Ganze nochmal auf hier unten. Wenn hier der Boden ist, in dem Bild können wir halt so schlecht rummalen, das hier unten ist jetzt mal der Boden. Und wir wissen, nehme ich mal eine andere Farbe, wir wissen, dass wir in 1 Meter Höhe den Ball schlagen. Oder dass der Sportler da den Ball in 1 Meter Höhe schlagen wird. Das heißt, hier oben ist der Ball drauf. Und das kleine bisschen, was ich hier hingezeichnet habe, das ist 1 Meter. Und dieser Ball soll mit irgendeiner Geschwindigkeit in die Richtung geschlagen werden. Das hier ist also unser Anfangsgeschwindigkeitsvektor. So, ich nenne mal, ja, ich denke, das macht die Sache leichter. Ich nenne den Betrag von unserem Anfangsgeschwindigkeitsvektor nenne ich mal einfach nur die Anfangsgeschwindigkeit. Die Richtung, um die brauchen wir uns ja nicht mehr kümmern, weil die gebe ich dir jetzt nämlich. Wir gehen nämlich davon aus, dass er den Ball in einem perfekten Winkel trifft, also in exakt 45 Grad. Und schauen uns jetzt erstmal an, wie sich das Ganze denn eigentlich zusammensetzen würde. Also, der Geschwindigkeitsvektor V, oder VA in dem Fall, hat ja zwei Komponenten, wieder die vertikale und die horizontale. Das hier ist VY und das andere ist dann natürlich die horizontale. Das wäre dann Vx. So, was wissen wir denn über Vy und Vx? Ich mache mal hier oben unser Kompendium sozusagen hin, was wir alles schon wissen und was wir an Formeln noch brauchen könnten. Also wir wissen, dass Vy ist ja der Sinus von 45 Grad mal die Hypotenuse. Also die Hypotenuse ist Va. Und wir kennen den Winkel und der ist Sinus. Oder der Winkel ist 45 Grad und wir brauchen davon den Sinus. Das ist ganz einfache Trigonometrie gewesen. Das hier unten ist ja ein rechter Winkel. Und falls es dir trotzdem zu schnell ging, wir haben noch ein paar Videos vorher, haben wir das schon mal ein bisschen ausführlicher gemacht, dann kannst du es dir daher nochmal angucken. Das hier lässt sich vereinfachen zu Wurzel 2 halbe. Also wissen wir, dass Vy folgenden Wert hat. Und zwar Wurzel 2 halbe mal den Betrag der Anfangsgeschwindigkeit. So, jetzt müssen wir natürlich das gleiche auch noch für Vx machen, also für unseren Vektor in die horizontale Richtung. Und der ist ja auch die Hypotenuse, aber diesmal, weil es die Ankathete von dem Winkel ist, mal dem Cosinus von 45 Grad. Hätte in dem Fall auch keine Rolle gespielt, falls du hier was falsch gemacht hättest, weil der Cosinus von 45 Grad ist auch Wurzel 2 halbe. Das heißt, das Ganze hier wird auch wieder Wurzel 2 halbe mal der Anfangsgeschwindigkeit. So, damit haben wir den ersten kleinen Schritt schon mal getan. Aber wie man sieht, das wird ja noch nicht reichen. Allerdings, in unserem Bild hier unten sind ja auch noch nicht alle Informationen drin. Wir wissen ja auch, ich scroll mal ein kleines Stückchen runter, wir wissen ja auch, dass von diesem Punkt an hier bis nach hier hinten, irgendwo hier hinten kommt ja dann das grüne Monster. Das sind 96 Meter. Das ist also ein Ortsvektor. Und hier hinten, das ist natürlich jetzt nicht maßstabsgetreu gezeichnet, das hier hinten ist das grüne Monster und das hat eine Höhe von 11,3 Metern. Das heißt, wir wissen ja jetzt schon, da wir genau oben
genau hier oben aufkommen wollen, sozusagen, genau oben auf dem Punkt, dass unsere, welche Farbe hatte ich noch nicht? Die hatte ich noch nicht. Dass der Ortsvektor, den wir haben wollen, oder die Verschiebung, wenn man so möchte, die hat ja zwei Komponenten wieder, die X- und die Y-Komponente. Und die können wir uns ja diesmal, weil es nämlich wesentlich leichter ist, wie versprochen, in der Einheitsvektorenschreibweise schreiben, die X-Komponente von Sn, also von dem notwendigen Ortsvektor, den wir brauchen, um da oben hinzukommen, sind 96 Meter mal Ex, dem Einheitsvektor für die X-Richtung, plus, was ist unser notwendiger Vektor, den wir brauchen für die Y-Richtung? Das sind 11,3 Meter. 11,3 Meter. Und diesmal natürlich mal dem Einheitsvektor EY. Weil der geht ja in die positive Y-Richtung und der geht in die positive X-Richtung. So, wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen halten, wir haben ja vor ein paar Videos schon eine Formel hergeleitet, die, wie gesagt, ja auch aus ziemlich alltäglichen Überlegungen eigentlich kommt, dann wissen wir ja, dass wir den Weg auch beschreiben können in Abhängigkeit von Zeit. Und die Formel hatten wir uns schon hergeleitet, die war die Anfangsgeschwindigkeit mal die Zeit. Welche Farbe hatte ich noch nicht? Hellblau hatte ich noch nicht. Mal die Zeit. Und darauf addieren wir ja die Hälfte der Beschleunigung mal die Zeit zum Quadrat. Mal die Zeit zum Quadrat. Und wir dürfen immer nicht vergessen, wenn wir hier hinten nur den Endvektor haben wollen, dann müssen wir natürlich das Ganze auf den Anfangsvektor drauf addieren. So, wie du schon siehst, habe ich jetzt alles in Vektorenschreibweise geschrieben. Das bedeutet ja, wir müssten alles davon auch noch in Einheitsvektorenschreibweise hinschreiben. So, VA, die Bestandteile kennen wir ja schon, die haben wir uns hier oben ja schon hingeschrieben, VY und VX. Wie lässt sich denn der Beschleunigungsvektor, wie lässt sich der denn aufteilen? Welche X-Komponente hat unser Beschleunigungsvektor, wenn wir annehmen, dass der Luftwiderstand vernachlässigbar ist? Naja, dann werden wir ja nicht abgebremst oder wir werden auch nicht beschleunigt. Also haben wir in X-Richtung einfach nur 0 Ex. Also ich hätte es natürlich auch weglassen können, aber nur, um das nochmal einmal zu zeigen, dass man immer zwei Komponenten hat. Und in die Y-Richtung haben wir da irgendeine Beschleunigung, die auf uns wirkt? Ja, die Fallbeschleunigung. Und die ist ja minus 9,8 Meter pro Sekunde. Minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde natürlich, entschuldige. Und das Ganze ist natürlich dann mal dem Einheitsvektor in Y-Richtung, damit wir die Richtung noch angeben können. So, bleibt uns noch eine Sache übrig, und zwar unser anfänglicher Ortsvektor. Also unser anfänglicher Ortsvektor. Das heißt, wir gucken hier, wo der Ball jetzt gerade ist. Wo befindet sich der Ball gerade zu diesem Zeitpunkt, also ganz am Anfang im Raum? Und wenn wir gucken, die X-Richtung fängt ja hier an. Also wir fangen ja auch hier an zu messen und haben gesagt, bis hier hinten, das sind 96 Meter. Hier war 0 und hier hinten war dann 96 Meter. Das heißt, die X-Richtung für unseren Anfangsortsvektor ist auch 0. 0 Ex. Plus, wo befindet sich der Ball denn? Wo bin ich denn? Da. Hier ist ja unser Koordinatenursprung. Ich versuche nochmal eine Farbe zu nehmen. Welche hatten wir noch nicht? Gelb haben wir schon. Braun hatten wir auch schon. Rosa. Hier ist ja unser Koordinatenursprung. Wenn wir jetzt gucken, wir brauchen ja insgesamt nur eine Distanz von 10,3 Meter zurücklegen, weil wir sind ja schon 1 Meter über dem Erdboden. Das heißt, unser Anfangsvektor, wenn wir hier gucken, fängt der Ball, also er zielt ja erst ab da, wo der Ball schon 1 Meter in der Luft ist. Das heißt, der Ball hat hier schon, wenn man vom Ortsvektor ausgeht, hat er ja schon 1 Meter mehr oder weniger zurückgelegt sozusagen, weil wir ihn von da oben aus ja erst schlagen. Also EY. So, ich würde behaupten, mit diesen ganzen Angaben bist du auf jeden Fall schon in der Lage, das Problem zu lösen. Und damit das Video jetzt nicht wieder ganz so lang wird, mache ich hier mal Schluss und überlasse dir die Aufgabe, das durchzurechnen. Und im nächsten Video siehst du dann meine Lösung und dann kannst du mal vergleichen, ob du es genauso gemacht hast und vor allem, ob wir auf die gleichen Ergebnisse kommen. Viel Spaß!